Hi ho und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. So langsam werde ich ein bisschen munterer und wollte mit euch mal über Sparen reden. Ist ganz komisch. Zurzeit habe ich ja, ist es ja so bei mir, dass ich auf was hinspare, was aber gar nicht mal so leicht sein wird zu bekommen, weil ja, da fehlt noch ganz schön viel. Ich spare gerade auf einen Kühlschrank. Ich möchte mir einen Kühlschrank kaufen, weil unserer ist tatsächlich echt winzig klein. Also unser Kühlschrank ist ein viereckiges Ding und da passt nicht viel rein. Und das Eisfach ist auch eigentlich eher vollkommen zu. Also da ist alles vereist und so. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich möchte mir einen Kühlschrank kaufen, so ein Side-by-Side-Dinger. Und ja. Und es kostet echt viel Geld so für mich. Und jetzt habe ich dann halt über nachgedacht. So sparen ist eine Sache. Und ich habe zum Glück auf mein Leben gesehen genau den Schonbetrag erspart gehabt. Und ein bisschen drunter war ich tatsächlich. Ein bisschen sehr viel drunter. Aber ja, ich habe ungefähr den Schonbetrag erspart gehabt. Aber denke mir dann, eigentlich ist es total mischt, dass nur weil man, wenn man so mal berechnet, ist das total ermischt. Man darf ein Schonvermögen haben, um, wenn es hart auf hart kommt, sich einen Kühlschrank oder zum Beispiel jetzt eine Waschmaschine oder irgend sowas zu kaufen. Also für Notgeschichten. Und wenn ich jetzt überlege, mein Kühlschrank, den ich haben will, der kostet so um die 1000, 2000 Euro. Und das Schonvermögen ist gerade mal 5000 bei Grundsicherung und oder was gesagt, bei der doch Grundsicherung und 4000 beim Hartz IV. Wenn du einen Kühlschrank für 2000 ungerade kaufst, ist ja über die Hälfte von deinem Ersparten schon weg. Und da finde ich es dann schade, dass man da nicht größere Sparbeträge haben kann. Ja gut, dann könnte man die auch zum Leben nehmen. Aber das Ding ist, macht halt kaum einer, weil es ist zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Das passt. Ich habe mir gerade überlegen müssen, ob das Spruch stimmt. Natürlich. Und ich für meinen Teil, ich finde es halt schade, dass über die Hälfte von dem, was ich mir auf mein Leben gesehen erspart habe, weg ist, weil ich einen Kühlschrank brauche. Und wir werden den brauchen, auf jeden Fall werde ich den brauchen, weil unserer ist, wie gesagt, wirklich der lebt gerade noch so. Der ist schon, also wenn man es jetzt eine Metapher, man hat uns schon empfohlen, den Stecker zu ziehen, mehrfach, weil der ist wirklich, wie gesagt, total alt. Und ja, meine Mutter, als sie hier eingezogen ist in die Wohnung, hat sie den damals gekauft und seitdem hatten wir keinen neuen Kühlschrank mehr. Doch, in der unteren Wohnung bei meinem Papa haben wir einen Kühlschrank. Aber der ist auch gebraucht gekauft worden. Und der ist auch schon am kaputtgehen gerade. Voll doof. Bei uns geht Kühlschränke kaputt, wie bei anderen Leuten. Kleidungsstücke. Ja. Außerdem, das zweite Ding ist, dass wir eine Waschmaschine auch noch brauchen. Irgendwann in der nächsten Zeit. Und mein Vater sagte immer, er hätte gerne einen Wäschetrockner. Ich bin auch voll dabei. Ich hätte auch gerne einen Wäschetrockner. Ganz ehrlich, ich möchte einen Wäschetrockner. Dann wird alles viel flauschiger. Und das Ding ist halt, jetzt mal rein rechnerisch, kostet bei der Firma, also wir haben mal uns beraten lassen und uns würde jetzt momentanen Stand, also eine Waschmaschine und ein Trockner kosten uns ungefähr 1500. Und wenn man dann nochmal dazu kommt, dann kommt nochmal der Kühlschrank dazu mit seinen 2300, sind wir bei 3800. Ergo bleiben noch 200 übrig vom Ersparten. Ey, wenn es um Geld geht, bin ich echt total, das macht die Genie. Weiß auch nicht. Ja, sonst total schlecht, aber dann geht's plötzlich. Das ist schon irgendwie ein bisschen. Ja, aber auf jeden Fall finde ich es eben dann schade, dass man nicht mehr Schonvermögen haben darf, dass man nicht mehr Erspartes haben darf, weil das Ding ist eben, dann hätte man mehr Puffer und dann würde es den Steuerzahler auch weniger teuer kommen, weil dann würden die Leute weniger Kredite aufnehmen müssen, um sich wiederum
Sachen des Alltags leisten zu können. Oder was ich auch gut fände, wäre zum Beispiel, die meisten sind ja längere Jahre in diesem System, dass man sagt, wenn jemand zum Beispiel pro Jahr kriegt er 300 oder so als für Notausgaben, für eine Waschmaschine oder so. Und dann geht mal dahin, legt den Beleg vor mit der Rechnung und kriegt zum Beispiel das Geld für die Waschmaschine erstattet. Sowas zum Beispiel wäre auch nicht schlecht, weil das Zeug ist ja arschteuer. Ich bin froh, dass ich bei meinen Eltern bis jetzt gewohnt habe, weil da merkt man nicht so die ganzen Kosten. Aber es ist auch so, die Kosten von so einem von Regalen und Schränken ist echt abartig. Also ich bin total, so für mich ist es total eine neue Welt, die sich da auftut, weil ich dachte immer, wenn man irgendwann umzieht, dann ist es halt so im Sinne von, dass man die Schränke einfach geschenkt kriegt. Ja, da war ich irgendwie milchmädchenmäßig unterwegs. Das ist auch tatsächlich für mich, wird mir immer klarer, je länger ich da dran bin. Und ja. Aber auf jeden Fall, mit dem Geld, mit 80 Euro, kriege ich keine Möbel. Aber Vorteil, ich wohne ja noch bei meinen Eltern, also kann ich denn ihre Waschmaschine mitnutzen. Yay. Da spart man viel Geld. Und wenn meine Eltern davon überzeugt bekommen, den Trockner zu kaufen, dann spare ich noch mehr Geld. Wenn ich dann noch meinen Vater dazu bekomme, dass er vielleicht sich prozentual an meinem Kühlschrank beteiligt, das könnte schon wieder schwierig werden, weil dann hat er wieder so, dann habe ich mich beteiligt, ich will auch ein Fach und dann habe ich da seine Salami in meinem vegetarischen Kühlschrank. Klingt irgendwie gerade komisch, aber er isst echt gern Salami und so. Wow, entschuldigt. Mir ist gerade total schwindelig und jetzt habe ich so das Gefühl gehabt, unsere Wand hat sich gerade verschrägt. Also so, wie ich so eine Kurve gemacht. Ja, okay. Ich würde jetzt sagen, ich beende das Video und drehe es nächstes. Tut mir übrigens ultra leid, dass die Videos zurzeit gerade so kurz sind, aber ich möchte lieber ein paar Videos vorproduziert haben, weil wenn bei mir irgendein Infekt rauskommt, dann kann es bei mir dauern, bis der wieder weg ist. Und ich will lieber, dass ihr was habt, auch wenn es nicht qualitativ hochwertig ist, als lieber etwas als gar nichts. Und ja, darum produziere ich gerade wieder heftig vor. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Habt ihr denn euch schon mal irgendwelche Haushaltsgeräte zugelegt? Und wenn ja, dann wie? Oder habt ihr Gebrauchte gekauft oder neu? Oder liest ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.